Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. Und zwar geht es heute mal um das Loot the Universe Event of Pandora und alle Locations, die ihr in dieser Woche abfarmen solltet, wenn ihr noch God Rolls für euer Gear braucht. In dieser Woche findet das Loot the Universe Event in Borderlands 3 bis zum 19. August auf dem Planeten Pandora statt, wodurch ihr eine erhöhte Chance auf spezielle legendäre Items habt, wenn ihr euch in den verschiedenen Gebieten des Planeten befindet. Damit ihr euren Loot effektiver farmen könnt, schauen wir uns heute mal an, in welchen Gebieten ihr farmen solltet, um die unterschiedlichen Drops zu bekommen. Das erste Gebiet, das wir uns ansehen, ist die Map, die Einöde. In der Einöde habt ihr in dieser Woche eine erhöhte Droprate für SMGs und Klassenmods. Sucht euch also ein Gebiet mit möglichst vielen Gegnern und Bossen, um möglichst viele Drops zu bekommen. In der Einöde könnt ihr ohne weit laufen zu müssen gleich mehrere benannte Gegner abfarmen. Ihr könnt beispielsweise bei Lavender Crawley starten, wo eine Menge Wargets spawnen, oder aber direkt zur Location der Demoskaggins laufen, wo ihr neben den Demoskaggins eine Menge Mobs und den Gegner Dumptruck habt. Habt ihr einen Snowdrift ausgerüstet oder ein anderes Item wie die Vanquisher, könnt ihr den Weg zu den Locations schneller erreichen bzw. beide Locations in einem Run abfarmen. Für Assault Rifles und Granatenmods geht es in das Gebiet Devil's Razor. Auch hier braucht ihr einen Spot, an dem möglichst viele Gegner spawnen, um die bestmögliche Anzahl an Drops zu bekommen. Eine der besseren Stellen ist das Gebiet hier vorne. Schnappt euch also ein Fahrzeug an Rolands Grab und fahrt zu dem Innenhof oder nutzt euer Snowdrift und reist per Arschbacken Express. Weiter geht's mit Scharfschützengewehren. Eine bessere Chance hierfür findet ihr auf der Map Ascension Bluff. Die beste Chance auf möglichst viele Drops bekommt ihr an der Heiligen Rundfunkstation auf dem Weg zum Mouthpiece. Lauft durch den Innenhof und durch die Rundfunkstation bis zu den Gegner Mouthpiece oder holt euch nur die Mobs vor der Rundfunkstation und spawnt beim Neustart direkt wieder im selben Gebiet. Für bessere Pistolendrops von Gegnern geht es in die Splinterlands. Von der Schnellreisestation Werkstatt begebt ihr euch in das Gebiet vom Dollen Donny, wo nicht nur ein Haufen Mobs spawnen, sondern auch der Dolle Donny und sein Geschütz. Für SMGs könnt ihr wie gesagt zur Einöde reisen oder aber ihr reist nach Konrads Schacht, wo ihr eine weitere hohe Chance auf SMGs habt. Für SMGs bietet sich Konrads Schacht sogar noch ein bisschen mehr an, weil ihr hier keine zusätzliche erhöhte Chance auf Klassenmods habt. In Konrads Schacht spawnen von sich aus schon eine Menge Mobs, allerdings sind hier die besten Stellen bei Sloss und Sunk oder aber bei den Wargets beim Manwarg. Für Schilde und Assault Rifles habt ihr eine erhöhte Dropchance auf der Map Carnivora. Die beste Dichte von Gegnern ist direkt am Anfang der Map. Lauft also einfach durch das Gebiet auf dem Weg zu Carnivora und schnappt euch euren Loot. Eine Karte weiter, auf der Map Carnivoras Eingeweide, habt ihr eine erhöhte Dropchance für Raketenwerfer. Auf dieser Map nehmt ihr einfach jeden Gegner mit, der spawnt, und das sind eine Menge. Ihr sucht euch also keine spezielle Stelle auf der Map, sondern lauft einfach das ganze Gebiet durch und legt alles rum, um euch euren Launcher zu holen. Und die letzte loot-relevante Map auf Pandora ist die Map Kathedrale der Zwillingsgötter. Auf dieser Karte habt ihr eine erhöhte Dropchance für Artefakte und Shotguns. Auch hier lauft ihr einfach in das erste Gebiet, wo eine Menge Gegner spawnen. Habt ihr das Gebiet geräumt, ladet ihr die Map neu und farmt dasselbe Gebiet easy weiter, ohne großartig weit laufen zu müssen. Um eure Chance auf Loot um ein Vielfaches zu erhöhen, solltet ihr euch vorher ein Schlute-Artefakt besorgen, das ihr über die zweite Kammerkarte bekommen könnt, wenn ihr den Director's Cut DLC besitzt. Braucht ihr also noch God Rolls für eure Ausrüstung, habt ihr aktuell eine sehr gute Chance, euch euer Gear zusammenzufarmen. Für mich war es das aber auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein!